Historische 30.000 Punkte beim US-Index Dow Jones. Diese historische Marke konnte zwar der US-Index nicht mit in den Feiertag Thanksgiving nehmen, den die Amerikaner feiern. Dennoch wirkliche Partystimmung, Anusch Willems von der Société Générale. Oder wie sehen Sie das? Woher kommt diese historische Marke? Ja, also es ist tatsächlich beeindruckend, dass der Dow Jones die 30.000-Punkte-Marke jetzt berührt hat. Er war ja schon ein paar Mal in die Nähe gerückt, aber wenn dann so eine große Marke fällt wie 30.000 Punkte, so ein runder Wert, dann ist das doch was Besonderes auch für die Börsianer. Und damit hat im Prinzip der Dow Jones jetzt auch Geschichte geschrieben und er kann so ein bisschen die Krise abschütteln. Also es war ja so, dass auch vor Corona die US-Märkte auf Rekordkurs waren und dann in der Phase, vor allen Dingen im März und April, natürlich die Kurse unter Druck geraten waren. Sie haben sich dann wieder erholt, aber wenn der Markt da neue Allzeithochs sieht, dann heißt das ja auch, jeder, der jemals irgendwann eingestiegen ist, müsste im Plus sein, zumindest hier auf den Dow Jones betrachtet. Das heißt also grundsätzlich ist das erstmal ein sehr positives Signal für die Börse. Geht es denn jetzt so weiter? Denn wir haben trotzdem doch noch die Corona-Infektionszahlen. Wischen wir das einfach zur Seite? Also die Börse guckt ja zum einen vor allen Dingen auf Unternehmenszahlen und die können natürlich durch solch eine Pandemie beeinflusst werden und werden sie es natürlich auch. Aber da trennt sich auch ein bisschen die Spreu vom Weizen, weil es gibt ja auch Unternehmen, die davon profitieren. Und des Weiteren guckt die Börse natürlich auch ein bisschen in die Zukunft. Das heißt also, es interessiert ja nicht so sehr, was in der Vergangenheit war, sondern wie der Ausblick ist. Und die Unternehmen machen einen Ausblick in ihren Quartalszahlen, aber natürlich die Impfstoffhoffnung, die ja überall wie kleine Pilze gerade aus dem Boden wächst, die sorgt natürlich dafür, dass die Börse sozusagen davon ausgeht, dass eventuell dann in 2021 das Thema Pandemie ein bisschen beiseite geschoben werden kann. Und das ist natürlich zusätzlicher Rückenwind für die Aktienmärkte. Und das heißt dann im Umkehrschluss, man könnte meinen, es besteht gar keine Angst mehr an den Börsen, die Nervosität ist weg, damit ist die Schwankungsbreite auch geringer. Dem ist aber nicht so, oder? Ja und nein. Also es ist tatsächlich so, dass die Schwankung im März, an der Börse spricht man ja von Volatilität, der Schwankungs- oder Risikobarometer, der ist da auf Rekordhoch gestiegen von über 90 Prozentpunkten. Und wenn man ins Jahr 2019 zurückschaut, dann war es so, dass die Volatilität zum Beispiel bei maximal 20, vielleicht 22 Prozentpunkten war. Und wenn man sich jetzt das Jahr anschaut, wo wir neue Rekordmarken sehen, zum Beispiel bei Dow Jones, jetzt im Laufe des Jahres 2020, dann ist es so, dass die Volatilität natürlich deutlich zurückgegangen von 90 auf untere 30 Prozentpunkte. Aber mit 20 oder 25 Prozent ist man verglichen zu 2019 heute noch auf dem Höchstwert, wo man 2019 sozusagen gewesen ist. Und es stellt aber gerade den Tiefstwert dar. Also die Schwankung ist zurückgegangen im Vergleich zum März, aber im Vergleich zu 2019 sind wir immer noch deutlich aktiver. Und das merkt man auch so ein bisschen, sobald irgendwelche Nachrichten kommen, reagiert die Börse stärker und das führt dann zu hoher Volatilität. Warum sind denn die Schwankungen, also diese Volatilität, so ein wichtiger Aspekt, wenn man mit Zertifikaten eine Anlagestrategie verfolgt? Ja, also es gibt Zertifikate, die direkt beeinflusst werden von dem aktuellen Volatilitätsniveau. Zum Beispiel Discount-Zertifikate, die zählen zu den Anlagezertifikaten. Die haben in der Regel weniger Risiko als der Basiswert selbst, also zum Beispiel der Dow Jones. Und das Prinzip ist da recht einfach. Ich habe eine Gewinnbegrenzung. Und dafür zahle ich aber aus heutiger Sicht weniger, als würde ich den Dow Jones direkt kaufen. Und wenn der Dow Jones dann fällt, habe ich am Ende weniger Verlust. Und genau dieses, was ich weniger bezahle, das hängt eben zum Beispiel von Faktoren wie Dividende oder Laufzeit ab, aber eben auch vor allem von der Volatilität. Und umso höher die Volatilität, umso größer der Abschlag. Also für Leute, die neu investieren wollen, ist es durchaus interessant, mal zu schauen, wenn die Volatilität am Markt hoch ist, dann einzusteigen. Und nach wie vor, wir haben es ja gerade schon besprochen, ist die Volatilität verhältnismäßig, zumindest mit dem Jahr 2019, immer noch auf einem relativ hohen Niveau, auch wenn wir natürlich runtergekommen sind von den Höchstwerten im März und April des Jahres. Also je höher die Volatilität, desto besser für ein Discount-Zertifikat. Welche Renditeszenarien gibt es denn? Ja, also das ist natürlich was Anleger immer besonders interessiert. Wie viel kann ich denn verdienen? Und wenn ich eine Aktie kaufe, dann möchte ich natürlich entweder an der Kurssteigerung oder an der Dividende verdienen. Das kann ich beim Discount-Zertifikat nur bedingt. Also Dividenden sind in den Preis des Discount-Zertifikats mit eingerechnet. Das heißt, ich kann nur an der Kurssteigerung des Zertifikats Geld verdienen. Also die Frage ist hier, wie viel bezahle ich für das Zertifikat und was bekomme ich am Ende? Und da gibt es halt auch Unterschiede zum klassischen Aktieninvestment.
Also beim Discount-Zertifikat gibt es einen Maximalbetrag. Also wenn der Dow Jones beispielsweise bei 30.000 Punkten steht und in einem Jahr auf 31.000 oder 32.000 Punkte steigt, dann kommt es auf diese Gewinnbegrenzung an beim Discount-Zertifikat, zum einen, wie viel ich bezahle und wie viel auch maximal bekomme. Und ein einfaches Beispiel, wenn ich dann, wir nennen diese Gewinnbegrenzung bei den Produkten Cap, wenn ich also ein Cap von ungefähr 30.000 Punkten wähle, dann rechne ich das in der Regel um. In Euro muss ich das auch noch umrechnen, wenn ich kein währungsgesichertes Zertifikat habe. Und dann ist das im Prinzip mein maximaler Betrag. Und ich zahle dann im Prinzip weniger, als der Dow Jones heute kostet und natürlich auch weniger als eben diese 30.000 Punkte umgerechnet, weil einfach ich ja sonst theoretisch gar keinen Gewinn machen kann. Und warum ist das ein Vorteil? Also ich habe zum einen diese Rendite zwischen dem Kaufkurs und dem Maximalbetrag. Und zum anderen ist es natürlich so, wenn der Dow Jones jetzt doch nochmal stärker fällt nächstes Jahr, dann ist es so, dass ich natürlich diesen Verlust auch erleiden kann mit Discount-Zertifikaten. Also es geht nicht nur in eine Richtung. Und dann entscheidet sozusagen, wie viel Verlust ich mache, der Einstiegskurs. Und wenn ich jetzt umgerechnet zum Beispiel nur 29.000 Punkte für den Dow Jones bezahlt habe und er fällt von 30.000 auf 29.000 Punkte, dann wäre ein Aktionär, der hätte eben diese 1.000 Punkte verloren, aber mit einem Discount-Zertifikat, da ja mein Einstandswert nicht bei 30, sondern bei 29.000 Punkte war, plus minus null. Das heißt, ich hätte, obwohl der Dow Jones gefallen ist, weder einen Gewinn noch einen Verlust gemacht. Das Ganze ist natürlich keine Absicherung. Vielleicht noch ein Satz dazu. Wenn der Dow Jones aber auf 25 oder sogar 20.000 Punkte fällt, dann habe ich zwar nur 29.000 Punkte vielleicht umgerechnet bezahlt, habe aber trotzdem 9.000 Punkte im Extremfall dann verloren. Also Discount-Zertifikate schützen überhaupt nicht vor Verlusten. Ich habe zwar 1.000 Punkte weniger Verlust gemacht, aber das bringt mir in dem Fall natürlich auch wenig. Also man sollte die Produkte wirklich einsetzen, wenn man grundsätzlich positiv dem Aktienmarkt gegenüber gestimmt ist, aber vielleicht nicht glaubt, dass der Dow Jones zum Beispiel bei 40.000 oder 50.000 Punkten vielleicht irgendwann steht, sondern eher mit moderaten Kursbewegungen rechnet. Vielleicht noch einen wichtigen Aspekt, den wir auch nochmal besprechen sollten. Sie sagten Cap, es ist also gedeckelt, das Discount-Zertifikat. Wir sprachen jetzt darüber, was ist, wenn der Dow Jones nach unten absackt. Aber er kann ja auch noch weiter steigen. Nur irgendwann sind die Gewinne einfach limitiert. Warum sollten das Anleger machen? Ja, da denkt man auch vielleicht auch, warum so eine Bank wie wir zum Beispiel, Société Générale, solche Produkte anbieten. Verdienen wir Geld, wenn der Anleger sozusagen die Gewinnbegrenzung hat? Nein, es ist nicht so. Man kann dieses Produkt, das kommt eigentlich aus der privaten Vermögensverwaltung, also für diejenigen, die sozusagen dann relativ viel Vermögen haben und da verschiedene Strategien einsetzen. Und es ist im Prinzip die alte Strategie, ich kaufe eine Aktie. Ich glaube nicht daran, dass die Aktie weiter steigt, aber auch nicht daran, dass sie ganz stark fällt. Und ich verkaufe einen Call, so heißt das im Technischen. Und das zusammen, Aktie und der verkaufte Call, das ist ein Discount-Zertifikat. Wir verpacken das im Prinzip nur. Das heißt also, wir als Bank zum Beispiel, die das herausgeben, für uns ist das im Prinzip egal, in Anführungsstrichen, ob der Kunde einen Gewinn oder Verlust macht, weil wir haben im Prinzip genau die gleiche Position, wie der Kunde auch eingegangen ist. Wir bieten es ihm nur sozusagen zusammen als Paket, als Discount-Zertifikat dann an. Und insofern ist es tatsächlich so, warum sollte ich das dann kaufen? Es gibt Szenarien, in denen eben der Dow Jones zum Beispiel 5% fällt und ich mit einem Discount-Zertifikat trotzdem 4% verdiene. Na, also das kann ich mit einer Aktie in der Regel nur schwer, außer ich habe eine super Dividendenaktie. Aber wenn der Markt fällt und trotzdem eine positive Rendite zu erzielen, das ist schwer. Und es ist vor allen Dingen für Anleger geeignet, die vielleicht etwas defensiver orientiert sind. Also ich habe ja schon angesprochen, man hat einen anderen Einstiegskurs. Vor allen Dingen bei Einzelaktien kann das durchaus interessant sein. Bei deutschen Einzelaktien bekommt man beispielsweise sogar die Aktien ins Depot gebucht. Und da ist es so, da ist dann der Kurs, der Preis, den ich für das Zertifikat gezahlt habe, der Kurswert, zu dem dass die Aktie ins Depot eingebucht wird, wenn es in Anführungsstrichen schlecht läuft, also wenn der Cap unterschritten wird am Laufzeitende. Und dann kann das durchaus auch eine Strategie sein, um, wenn es an der Börse nicht so gut läuft, einzusteigen und dann vielleicht die Position länger laufen zu lassen. Also es gibt verschiedene Strategien, wo Discount-Zertifikate Sinn machen können. Das sind grundsätzlich für Anleger, die weniger Risiko wollen, als direkt in den Aktienmarkt einzusteigen. Wir haben also damit schon die Frage beantwortet, ohne dass ich sie gestellt habe, denn das wäre eben noch der Wunsch gewesen, für wen sind denn die Discount-Zertifikate etwas?
Also ganz herzlichen Dank dafür. Und Sie hatten auch die Risiken schon genannt. Da wollen wir auch das Emittentenrisiko nicht unterschlagen, denn auch da sollten die Anleger schauen, dass sie schauen, ja, in welcher Position die Banken stecken, die eben die Zertifikate anbieten. Also viele Informationen zum Discount-Zertifikat. Ganz, ganz herzlichen Dank, Arnaud Willems von der Société Générale. Und bei Ihnen bedanken wir uns für Ihr Interesse.